Jetzt im Moment sind nicht alle fit, weil der Leon Goretzka kein Mannschaftstraining absolviert hat. Und der wird sicherlich noch einige Tage, vielleicht noch eine Woche brauchen, um ins Mannschaftstraining einzusteigen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, das erste Spiel wird den Leon Goretzka wahrscheinlich nicht in Frage kommen und nicht zur Verfügung stehen, weil er logischerweise jetzt auf 4-5 Wochen keine Spielpraxis hat. Und dann muss man mal sehen, also im Moment fehlt er in der Zentrale. Und von daher, ja, Jo Kimmich kann auf beide Positionen spielen. Mal schauen, das ist beides auch denkbar. Aber erstmal müssen irgendwie auch alle an Bord sein. Ein Fazit von der Vorbereitung kann ich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht vollends auch ziehen, weil die Vorbereitung, die geht für uns und für mich natürlich logischerweise weiter, weil wir haben ja noch nach dem Spiel morgen in Düsseldorf nochmal eine Woche Zeit, um uns auf das Spiel gegen Frankreich vorzubereiten. Es war intensiv teilweise, es war umfangreich teilweise. Von daher sind wir im Moment, Stand heute, einfach auch, glaube ich, einen Schritt vorangekommen. Ja, man will natürlich, wenn das Turnier beginnt, sofort loslegen. Es ist tatsächlich, ich glaube, in der letzten Gruppe sind wir. Ist natürlich, ja, ein bisschen schwierig, da sich ja, die Vorfreude aufrechtzuerhalten. Ich glaube, jeder will, so gut es geht und so schnell es geht, ins Turnier starten, will, dass es endlich losgeht. Aber grundsätzlich, ja, wenn man dann danach, ist ja, glaube ich, die Zeitabstände zum nächsten Spiel sind ja dann immer gleich. Deswegen würde ich jetzt nicht von einem Nach- oder Vorteil sprechen. Aber natürlich will man so schnell wie möglich ins Turnier starten.